Ich bin schon dabei, meine Nase zu backen. Ich bin gerade dabei, meine Stimme zu verlieren. Aber ich werde heute nicht viel reden in dem Video, sondern ich werde euch einen Eye-Make-up-Look zeigen. Und zwar schminke ich heute mit dieser Palette. Ich glaube, die meisten kennen sie, haben sie schon gesehen auf Instagram. Schaut mal, wie schön hier aussieht. Und zwar ist das die Huda Beauty Desert Dusk Palette. Die Farben sind ein absoluter Traum. Schaut mal. Man sieht, ich benutze sie sehr, sehr gern. Ich werde mich hier auf die Augen konzentrieren. Sie werden im Fokus stehen. Die Lippe werde ich eher nude halten, aber das mache ich dann ganz am Schluss. Ja. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Ich weiß noch nicht genau, welche Farben ich benutzen werde. Also lassen wir uns überraschen, was das für ein Look wird. Es wird auf jeden Fall etwas sein, das nicht für den Alltag geeignet ist. Oder wer es halt mag, fragt es vielleicht auch im Alltag. Ja, ich fange jetzt mal an. Ich werde das oben lassen, damit falls Lidschatten auf mein Make-up fällt, ich das einfach wegbürsten kann dann. Und ja, ich hoffe, der Look gefällt euch. Und ich melde mich dann später wieder, wenn ich fertig bin. Viel Spaß!
Leute, das ist mein fertiger Look. Etwas dramatischer, als ich es normalerweise trage, aber ich habe mir gestern Videos angesehen von Alaya J, heißt sie, auf YouTube. Und ich liebe, liebe, liebe ihr Make-up, ich liebe ihr Gesicht, sie ist einfach, keine Ahnung, sie erinnert mich irgendwie an Nicki Minaj und ich mag Nicki Minaj total gern. Und ja, ich dachte mir, ich mache ein Make-up inspired by Alaya J. Oder Alaya J? Eins von beiden auf jeden Fall. Ich hoffe, es gefällt euch. Ist mal was anderes, nichts Alltägliches. Aber ich glaube, für bestimmte Anlässe sicher gut zum Nachschminken. Ich habe die Palette hier benutzt. Und die benutze ich eigentlich irrsinnig oft und ich benutze sie auch total gerne an meinen Kunden. Ich liebe einfach warme Farben an mir, auch an anderen Leuten. Ich finde, es schmeichelt einfach am meisten. Es komplementiert auch sehr schön meine Augenfarbe, beziehungsweise hebt sie noch mehr hervor. Und ja, deswegen werde ich immer zu wärmeren Farben greifen. Aber wenn ihr wollt, kann ich auch gerne mal ein Make-up-Tutorial machen mit Sachen, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Also eher kühle Töne, auch beim Make-up zum Beispiel eher ein rosastichiges Make-up. Einfach mal mich komplett anders schminken, als ich es normalerweise tun würde. Auch vielleicht ohne Contouring und so. Sagt mir Bescheid, ob euch das gefallen würde. Und dann mache ich das sehr, sehr gerne für euch. Like, comment, subscribe. Lasst mir in den Kommentaren vielleicht ein paar Anregungen und Wünsche da, was ihr gerne sehen wollt, ob ihr irgendwelche lustigen Ideen habt, Challenges. Ich liebe diesen Look. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich gehe mir jetzt abschminken und duschen, weil ich mal wieder nichts vorhabe. Ich habe mich nur für euch geschminkt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich filme gerade ein Make-up. Wow! Wow, ich freue mich so sehr. Okay, noch eine kurze Storytime. Weil ich gerade so einen Freudentanz veranstaltet habe in meinem Video. Und zwar war mein Instagram jetzt genau eine Woche, 8 Tage, fast deaktiviert, also gesperrt, weil ich eine Benachrichtigung bekommen habe, dass ich mich für jemand anderen ausgebe. Und das, obwohl ich lustigerweise einen Abend zuvor ein anderes Profil gemeldet habe, das meine Fotos benutzt. Ja, mein Profil war jetzt, wie gesagt, 8 Tage gesperrt und es war nicht so schlimm wie erwartet für mich. Es war eigentlich ganz angenehm. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Also ihr werdet jetzt auf Instagram auch wieder mehr von mir sehen. Mein Instagram blende ich hier ein. Und ja, das war es eigentlich schon mit der Storytime. Ich wollte nur kurz erklären, warum ich gerade so ausgerastet bin vor Freude. Ja, also dann. Tschüss!